Ich bin der Dieter Scherbert und war Spieler bei Chemie Leipzig. Ich bin gebürtig, also gebürtig nicht in Pommern geboren, aber ich bin Goles zu Hause gewesen. Wir sind als Flüchtlinge 47 hergekommen und haben dann in Goles in der Elsfeldstraße und dann in der Lindenthaler Straße eine Wohnung gehabt. Und von dort aus bin ich dann nach Goles ins Stadion gegangen. Da hat ja noch die alte Lok gespielt. Ja. Und da habe ich mich angemeldet und gefragt, ob die auch eine Jugendmannschaft aufmachen. Und da bin ich dann immer hingegangen und habe dann Jugend und Junioren gespielt. DDR Juniormeister gewesen. Ja. 64. Ja. Ne, 64 Meister, 58 Juniorenmeister. Ja. Und ich habe ja früher nur in der Abwehr gespielt. Ich habe ja Stopper gespielt in Junioren. Ja. Letzten Mann sozusagen. Und dann musste ich immer. Hat Alfred Kunze gesagt, du spielst Mittelstürmer. Ne? Und das war natürlich eine Umstellung, aber ich habe es schon gepackt. Kopfballstark war ich ja schon immer, dass da kaum jemand hochgekommen, wenn ich hier hochgestiegen bin. Also, ich war ja auch in Leichtathletik gut, Hochsprung, Weitsprung, 60 Meter Lauf, 75 Meter Lauf. Ich war Kreismeister am Reck im Turnen, weil ich ja verrückter war wahrscheinlich ein bisschen. Robust und buff, buff, buff. Nehme ich an, dass das der Grund, der Hauptgrund gewesen ist. Ich war verrückter. Ich habe fast jeden Kopf voll gekriegt. Hechtklopf voll, alles. Buff, buff, ja, wir mussten, ich weiß es nicht so genau, wir mussten einzeln rein, die Spieler wurden einzeln aufgerufen und haben gesagt, wir haben vorgesehen, du musst zur Chemie oder gehst zur Chemie. Du hast gar keinen Widerspruch gehabt. Entweder du machst oder machst nicht. Ich habe mir eigentlich nicht wenig Gedanken darüber gemacht. Aber die sogenannten Starken sind ja zur Lok gekommen, das ist ja normal. Die sollten ja Meister werden. Und dann war es ja umgekehrt. Ne? Der Rest von Leipzig wurde Meister. Ja, es war zwar eine große Anlage, aber es gab. War schon ein bisschen runtergekommen, ja. Die ganze Anlage. Ja. Ja, aber die wurde ja dann, LGU war Leipzig, wir waren noch Trägerbetrieb, noch irgendwer, weiß ich gar nicht. Lack und Farbe, jawohl, Farbe und Lack oder Lack und Farbe. Und da wurde das ja allmählich dann ein bisschen aufgebaut und verschönert, das Stadion. Ne. Ja, das war ja alles runtergekommen. Ja. Und habt ihr erstmal ein bisschen Gänseblümchen gestochen, Haben wir oder? auch gemacht, wir haben auch dann viele Aufbaustunden dort gemacht. Mitgemacht, wollen wir so sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, es waren da Konkurrenten geworden. Und da waren ja auch viele beleidigt und gesagt, warum der dorthin und ich nicht dorthin? Das war ja klar. Und ich war ja aussortiert, mehr oder weniger, mit. Ja. Dann ging es zur Sache. Wir haben auch gesagt, na, den werden wir zeigen, das ist ja klar. Ne, angenehm. Du, überall, wo du hinkommst, haben sie gerufen. Ja. Es war schon eine schöne Zeit. Wenn sie dann mein Lied gesungen haben noch. Oh mein Scherer, schieß doch ein, denn wir wollen ja so gerne einmal deutscher Meister sein. Da gab es ja noch Kohle. Wir waren ja zu Hause sechs oder sieben Kinder. Ich war der einzige Junge, der andere waren Schwestern, Mädchen und meine Eltern. Boah, Junge, wo hast du das Geld her? Ja. Da hast du dein Geld wohl abgeliefert zu Hause noch, Na oder? klar, musste ich da zahlen, Kostgeld zahlen. Mein Vater war Schmied, meine Mutter konnte ja gar nicht arbeiten wegen der vielen Kinder. Ja. So war das damals. Die standen ja schon vorher da, wollten immer rein. Da haben sie alle noch zurückgehalten. Und dann haben sie dich auch nackig gemacht, oder? Ja, klar. Hattest du noch was an? Ja, klar. Hosen hatte ich noch an. Aber sonst war alles weg. Das war eine schöne, schöne Zeit. Damit hat ja gar keiner gerechnet, ne? Dass wir die zusammengewürfelte Mannschaft Meister werden. Ne? Das ist ja auch was Besonderes, wenn du als BSG
dann Meister wirst. Und die anderen waren ja Clubs, die wurden extra dazu gebildet, um Meister zu werden. Und die sind es nicht geworden. Und wir als kleine Mittelläufer, die sind dann Meister geworden. Das muss man sich schon mal vorstellen. Und da muss man sich mal vorstellen, jedes Spiel war ausverkauft. Das ist Wahnsinn. Man konnte gar nicht in die Stadt gehen. Da haben sie schon gejubelt. Ja. Boah, seid ihr ja trotzdem. Ihr wart doch immer mal feiern, oder? Ja, wir waren viel feiern. Wir haben das schön genossen. Und trotzdem haben wir noch einigermaßen gespielt. Ja, Platz nicht, da war ich schon verrückt, das ist ja klar. Da durfte keiner in den Weg kommen. Ein gutes Verhältnis, mehr väterlicher Typ. Ja, der war zu allen sachlich und Spielvorbereitungen, ja, gesagt, was wir zu machen haben oder was er sich wünscht, was wir machen sollten. Da gab es eigentlich keine Probleme. Der hat nicht darum gebläht, oder so, wenn irgendwas war, so. Er hat dann immer sich höchstens zur Seite genommen, komm, dann müssen wir mal rüber reden und so. Er ist ja auch mehr oder weniger aussortiert worden, ne, vom Fußballverband. Er hätte ja eigentlich den Club trainieren müssen, von der Qualität her. Ne. Wahnsinn, man konnte überhaupt nicht in die Stadt gehen. Ne. Aber gefeiert haben wir natürlich auch viel. Wo wart ihr da so? Auch in Kneipe in der Stadt oder irgendwo. Wir haben immer was gefunden. Ja. Ja. Und auch ordentlich Bierchen getrunken. Na genau. Nicht nur Bierchen? Naja, auch, nee, auch Schnäpse und Sekt und was weiß ich was. Alles, was es gab. Das haben wir schon gemacht. Also das war damals noch nicht ganz so verbissen. Ja, es war schon, aber wir haben es ja nicht gemacht. Aber vor dem Spiel haben wir dann schon ein bisschen, zwei Tage vor dem Spiel schon gedämpft. Aber Alfred durfte es natürlich nicht wissen, ne? Ach, der ist bestimmt was durchgesickert, die haben ja dir uns erzählt, aber der hat nicht groß darüber gesprochen danach. Es war eine schöne Zeit, aber alles geht einmal zu Ende. Wer nicht alles gibt, gibt nichts, heißt das ja. Jetzt wurde mir der Meister. Und nochmal.